Anfang ja immer geplant, einen kleinen Film zu zeigen. Das ist natürlich dramatisch. Ihr versucht ja seit gefühlt 10 Jahren dein Haus zu bauen. Ja, aber und wissen nicht mal. Auch mal an. Ja, die wissen nicht mal, wer da einziehen soll. Nee, das wissen wir wirklich nicht. Hatten Sie nicht vielleicht ein wenig Spaß dran, zu uns in das Haus einzuziehen? Weißt du, die Regie, das wäre ja die Chance gewesen, den Beitrag abzufahren. Bitte schön. Wo denn? Nur mal so. Schatz, du hast doch den Schuss noch nicht gehört. Das können wir doch nicht selber aufbauen. Was machst du denn hier wieder? Guck mal, was hier. Ja, was? Eine heiße Diskussion. Moment, ihr lebt jetzt in dem alten oder in dem neuen? Julina hat schon. Jetzt, als wir gerade von Mallorca zurückkamen vor 2 Tagen, auf einmal sehe ich, wie sie abends da mit Klamotten und am Kisten und Büchern. Sie hat schon mal ihre ganzen Schulsachen und auch ihren Kleiderschrank eingeräumt. Ja, aber dann und ihr Zimmer ist auch das Erste, was ihr aber was wollt ihr? Nein, immer noch nicht. Was wollt ihr haben dafür? Frau Weichenberg zieht bei den Drehsteinen. Wir machen die ganze Show, verlegen wir dorthin. Dann haben wir aber einen gemeinsamen Garten. Weil wir haben 2 Gärten und die sind zusammengelegt. Ja, das wird eine Extrasendung. Frau Weichenberg und Ramona Drews bei Gartenarbeit. So, jetzt hatten wir doch geplant für unsere neue Sendung. Wir laden glückliche und unglückliche Paare ein. Ich gebe einen musikalischen Teil. Das bist du jetzt in diesem Fall. Und Frau Weichenberg kann sich irgendeinen Hit wünschen. Welchen denn? Ja, ich wurde aufgefordert, etwas ganz Überraschendes zu tun. Und zwar sollte ich jetzt sagen, und das ich weiß es auch nicht. Ich baue dir ein Schloss. Was lachst du so blöd? Nee, den neuesten Hit, das ist das, was du schon 100 Mal gespielt hast. Ach so. Über uns ist der Himmel und den schenke ich dir heute Nacht mit der 8. Sonne. Schon gemacht. Ach, morgens so singen ist ja fürchterlich. Hey, der ist neu. Der ist neu. Okay. Und es ist so, dass man bei diesem Paar merkt, und sie steht nicht hinter ihm, sie steht neben ihm. Und das finde ich persönlich sehr angenehm. Ja, ich halte ihm schon den Rücken mal frei, ne? Ja, wir sind auch so schnuffelig miteinander. Sie? So süß, die zur Schule geht. Genau. Und er kommt manchmal zu einer Zeit nach Hause, wo ich dann... In der Küche, haben wir ja gesehen. Wo auch immer. Klamotten runter, Ramon. Eifel, Glas. Oh, wie schön. Ja, was ist das? Das Dankeschön. Das ein Herz. Kann ich als Briefbeschwerer benutzen im Büro. Sehr schön. Ja. Vielen Dank, dass ihr hier seid heute Morgen. Wo haben Sie den denn her? Das ist doch egal, ist das irgendwo gerade irgendwo entwendet. Aufpassen, er nimmt das Geschenk immer wieder mit. Ja, stimmt. Aufpassen. Also gleich mehr mit Ramona Drews, Jürgen Drews und Sibylle Weichenberg. Was ist los, Jürgen? Dass ich das alles noch erleben darf. Du bist jetzt in dir schon zusammengesunken. So. Freuen sich drauf. Schön. Und das hier, das haben wir auch noch heute Morgen. Heute Morgen bei uns. Ramona und Jürgen Drews, schönen guten Morgen nochmal. Guten Morgen. So schön, dass ihr da seid. Ihr seid nach 19 Jahren verliebt wie am ersten Tag. Das ist sensationell. Mhm. Viele Zuschauer haben uns schon geschrieben, können sich noch einmal bitte küssen, das wäre so nett. Aber jetzt nicht mit Zunge, ne? Nein, nie mit Uhrzeit. Du hast so süße Küsschen immer, die sind so niedlich. Ja. Ihr baut ja seit 2 Jahren an eurem Haus rum. Wir begleiten das, machen das sehr gerne. Viele fragen sich, wie lange dauert das noch? Wenn wir macht zwar schon viel alleine, aber einige Dinge muss man einfach gemeinsam machen. Das du geht bist, nicht anders. Du bist ja schon Chef in der Baustelle, ne? Wenn unterwegs ist, bin ich nur da, also muss ich das dann auch ein bisschen regeln. Du machst das schon sehr, sehr, sehr gut. Und Karen sagt auch immer an der Stelle übrigens das Schönste. Viele sagen, wir würden es gerne sehen. Ausschnitte aus der großen Serie Drews baut hier. Völlig normale Dialoge, kenne ich von meinen Eltern auch. Ja, komm, zieh dich aus und so weiter. Zieh dich aus, Schatzele. Ja, ja. Also du bist Chef, ganz klar. Du hast gerade im Beitrag auch schon gesagt, als Jürgen fragte, was schreist du da so? Die Drähte zusammengezündet. Nein, ich habe das alles isoliert. Das war perfekt, aber wird nicht Band den Standards so entsprechen. Nee. Ja, bitteschön. Mit Tesafilm isoliert. Ja. Ihr beide baut dieses Haus. Jolina hat man den Eindruck, die will schon einziehen. Die ist ja schon in Teilen drin. Ist schon quasi wunderbare drin. Tochter, ne? Die hat vorgestern noch die letzten Bücher rübergeschleppt und sagt, wir machen es so. Das eine Haus bleibt immer schön aufgeräumt. Und wenn wir Gäste empfangen, gehen wir mal rüber. Das war ihre Idee. Ne? Und das andere, da leben wir richtig normal mit Hund und das Kind heißt, und Kegel und allem. Wenn du uns mal besuchen kämest, ist das eine Einladung? Ja, bitte, kommt riesig. Aber generell querbeet. Habe ich noch einen guten Tipp für euch? 20.15 Uhr, morgen Abend hier bei uns in Sat.1, Deutschlands Meisterkoch. Hier sitzt wunderbare er. Hier ist der Meisterkoch. Aber du bist die Meisterköchin, ja? Ja. Naja. Ja. Promi-Kochen hast du gewonnen. Dann haben die eine Sendung gar nicht ausgestrahlt, weil du sie wahrscheinlich so gut gekocht hast, hast du auch gewonnen. Wo der unser süßer Kalli als Juror saß und kaum hat sie gekocht, unheimlich schnell. Und kann unheimlich gut improvisieren. Ich kriege sowas gar nicht in die Birne, die ganzen Ingredienzien da. Wenn du als Dankeschön spontan dann für ein gutes Kochen singst, wie klingt das? Mein Schatz, ich liebe deine Kochkunst.
Zieh dich aus. Ja, genau, zieh dich drauf. Schön, wir gleich Dessert. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Wollen wir aber noch mal ganz kurz darüber sprechen, was plant ihr in Zukunft? Wie geht's weiter? Also, das Haus... Ja, ich meine, es muss nichts passieren, aber das heißt... Da ist was auch du. Der Muttertest. Echt? Ja. Der Papa, der muss doch auch da irgendwie mitreden. Ah ja, ja, ich glaube, wenn er nett ist, gefällt er ihm sowieso schon. Ja, mir gefallen schon. Ja sowieso also, fast alle. Einfach. Was muss er für ein Typ sein? Ach, mir völlig egal. Lange Haare, kurze Haare? Ja, wenn es geht, ist so eine Mähne, aber muss nicht sein. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Mehr von euch natürlich auch dann wieder regelmäßig hier bei uns bei Drevsbaut. Genau. Ramona und Jürgen, schön, dass ihr da seid. Klasse. Danke. Ja, und immer noch hier bei uns im Studio, freuen uns sehr. Jürgen Drews und Ramona, toll, dass ihr da seid. Ganz kurz noch ein Anstimmen, Jürgen? Ja, klar. Ganz spontan, bevor wir in die Werbung, bitte. Ich baue dir ein Schloss, das in den Wolken nicht in den Himmel fliegt. Langsam kommt die Stimme allmählich wieder. Für dich tue ich alles. Oh, ist die verstimmt. Ich hab nur ein Schloss. Ich will nicht sagen, es war eine Premiere mit diesem Lied hier bei uns im Frühstücksfernsehen. Wir haben es ja schon ein paar Mal gehört. Gleich mehr mit Jürgen und Ramona. Und dann gibt es das große Finale. Mitgestimmt. Sibylle Weichenberg und die Drews heute bei uns im Studio. Ist das nicht phänomenal, die schmusen hier und ihrem Gatten noch hören kann? Also ich die gehe, kennt die doch gar ich, nicht. Ja, ja, ich gehe, wollte ich gerade sagen, ich gehe ja Gott sei Dank nie mit zu den Auftritten. Und von daher bleibe ich immer das verstehen? Es muss schon wirklich der Zufall sein, dass ich ihm gerade mal einen Tee ins Studio bringe und dann was höre. Ansonsten nicht. Doch. Und wenn ich sage, Schatz, werf es in den Mülleimer, sagt er, danke, das ist jetzt super. Super. Und er sagt immer, wenn ich sage, das der war der Rüttler vor unserem Haus. Ich muss das sehen vom Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und ihr. Gartenbau. Hat gesagt, ich würde alle stehen und liegen lassen. Er wollte sogar seine Frau in ich will die Rückenmaschine mitbringen. Tschüss, liebe Zuschauer. Vielleicht klappt es dann mit mir auch in 10 Jahren.